Wow, so langsam. Ich bin echt gerade am Überlegen, ob ich an dieser Stelle nach dem Level hier aufhöre für heute. Denn so langsam wird's so ein bisschen meh. Okay. Level. Ich meine, das Spiel ist schön, ja. Ich könnte es auch noch weiter spielen, denke ich. Aber es würde halt unschön werden, wenn ich es versuche weiter zu spielen. Und man muss es auch nicht auf Biegen und Brechen an einem Tag durchdrücken. Hatte ich sowieso nicht vor. Ich hatte so 3 bis 4 oder sogar 4 bis 5 Sessions geplant, um das Casual durchzuspielen. Handcase mit Ratfatz. Mit Ratzfatz. Ja, Ratfatz konnten sie nicht nehmen. Aus Gründen. Oh ne. Wow. Es ist dieses Level. Natürlich 2B. 2B, es ist dieses Level. Oh ja. Yeah. Leute, lehnt euch zurück und genießt die Musik. Puzzleteil. Ah, diese Musik. Eigentlich schade, dass ich's. Ich darf es nicht abbrechen. Ich werde es nicht mehr abbrechen, okay? Ich werde das Level immer durchspielen. Musik einfach. Alter, what? Alter, hört mir auf. Okay. Okay. Warte, die Münze, da war eine Falle gerade. Wollt ihr mich verarschen? Soll ich da durchkommen, bitte? Ja. Das ist so eine Falle da unten.
Okay, so kommt man durch. Treffer. Wow. Das Level. Das Level muss ich nochmal machen. Am besten alle Kong-Letter und ohne zu sterben. Diese Musik einfach. Ich habe das eine der Sachen von Tropical Freeze, die ich mir schon zuhauf gegönnt habe. Die Musik in den Raketenleveln. Deswegen weiß ich auch, dass ein paar Level Raketenlevel sind. 2B, wo, das ist mir eben wieder eingefallen, dass 2B ein Raketenlevel ist, weil auf YouTube bei der Musik natürlich die Levelnummer dabei steht. Generell muss man sagen, sämtliche Raketenlevel-Musiken in Tropical Freeze klingen so wie beim Donkey Kong Country Returns, das erste Thema. Aber alle klingen so, als hätten die Leute, die es gespielt haben, einfach zu viel Spaß gehabt dabei. Weil es die besten Variationen ever sind. Okay, muss ich nochmal machen. Ich frage mich immer noch, ob das letzte Puzzleteil sein soll. Autsch. Kongs haben wir zumindest. Ich finde dieses Level echt geil. Wisst ihr, man kann viel über Autoscroller-Level schimpfen. Ah, das ist geil einfach. Das hat einfach was. Und auch wenn es euch vielleicht langweilig vorkommt, ja, ich mach's nochmal. Ich weiß immer, ich hätte eigentlich Squawks mitnehmen sollen. Ich schau mal gerade hier am Anfang vom Level, ob da was ist. Bin ich blöd? Natürlich ist da was. Boah! Als ob ich dafür, als ob ich für ein Raketenlevel Squawks brauche, also bitte. Schaut einfach mal da im Hintergrund, wo die ganzen Käse rumliegen. Die ganzen Käse hier. In der Höhle im Hintergrund, das ist wow.
So. Schon wieder. Ich lasse mich schon wieder von diesem Würfel unten treffen. So gut dieses Level, so gut einfach. So. Ich habe noch irgendwo nicht alle Kongs. Ah, Bimmelbammel, habe ich noch nicht alle Kongs. Hätte ich eigentlich auch mal Squawks mitnehmen können. Aber okay, das kriegt man hin. Die Musik nur noch ist so gut. Okay, wie viele Puzzleteile haben wir? Eins fehlt, okay. Okay. Hallo, B-Knopf? Alles okay mit dir? Siehst halt so komisch aus. Aber das kein Puzzleteil ist. Das kein Puzzleteil ist. Alpatol. Alpatol ist die Welt also. Habe ich vorhin geirrt. Alpatol ist die Welt. Das heißt, das ist tatsächlich den Alpen nachempfunden. Ja, merkt man. Okay, go for it. Okay, war doch nix. Okay, Kongletter haben wir. Den Kart zumindest. Wie kommt man da hoch? Ach so, ja, mit Cranky.
Zu gut einfach. Zu gut. Wie kommt man da hoch? Ach so, ja, mit... Autsch. Ich hab's. Ich hab die Leben dafür. Aber ich hab den Cranky nicht dafür. Okay. Das wird jetzt ein bisschen mieses Farming, weil ich komme an die ich muss an der Stelle sein und Cranky haben. Das heißt, ich muss immer wieder aus dem Level raus und neu rein, damit ich Cranky behalte. Macht aber nichts. Kann ich gleich noch ein bisschen Richtung Speedruns trainieren. Ist für mich gleichzeitig ein Training. Okay. Dann hoffen wir mal, dass ich jetzt nicht nochmal den gleichen Fehler mache wie eben. Damit habe ich 5 von 5 Puzzleteilen. Das heißt, ich muss jetzt nur noch die Kongs mitnehmen. Glückwunsch, Tiger. Es ist interessant. Das ist sehr. Das Level ist. Es hat die richtige Schwierigkeit, sagen wir es mal so. Es ist nichts verweichlicht, aber. Speedrun Strats! Dass das Original geklappt hat. Meine Güte. Ich fange jetzt schon an mit Speedrun-Strats. Wie böse ist das denn?